Hallo und willkommen, mein Name ist Christian und ich grüße aus dem wunderschönen Hall am Saale aus unserem Hauptquartier bei der Seminar. Ich möchte heute über etwas ganz Essentielles sprechen und etwas, was mir auch sehr, sehr nahe liegt. Wer inspiriert uns im Leben? Und warum brauchen wir überhaupt Inspiration in unserem Leben? Warum brauchen wir Vorbilder? Vorbilder gibt es aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Jeder von uns hat da unterschiedlichste Hintergründe, aber meistens ist es so eine Melange aus der Tatsache, dass Vorbilder uns Ziele im Leben geben. Vorbilder haben einen Punkt erreicht im Leben, den wir auch erreichen möchten. Sei das physisch, sei das wirtschaftlich, sei das psychologisch, sei das religiös, spirituell. Da gibt es viele verschiedene Hintergründe, aber sie können uns halt Ziele geben, sie können uns eine Anleitung zu diesen Zielen sein. Vorbilder können genauso Lichtblicke in unser Leben geben. Wenn es bei uns einmal nicht gut läuft, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, wenn wir einfach keine Hoffnung mehr haben, können uns Vorbilder zeigen, auch sie haben Probleme gehabt, auch sie haben nicht damit gestartet, was sie später gewesen sind. Das heißt, sie können uns das zeigen, diesen Weg zeigen, wie wir zu dem werden können, was diese als unser Ideal darstellen. Und natürlich genauso der Punkt der Motivation. Vorbilder sind genau dafür da. Sie treiben uns an, sie machen uns besser und sie sorgen dafür, dass wir nicht aufhören mit dem, was wir tun. Vorbilder sind wichtig für unser Leben. Sie inspirieren uns, sie motivieren uns und sie leiten uns an, besser zu werden, als wir momentan sind. Sie sind unsere moralische Richtschnur und sind eine Anleitung dafür, wie wir auch sein wollen. Eines meiner drei Vorbilder ist mein Vater, der leider vor kurzem verstorben ist. Doch ich will hier nicht trauern, sondern euch den Mann vorstellen, der mich inspiriert hat. Sein Name war Frank Allner, geboren am 6. Februar 1958, gestorben am 21. Dezember 2020. Er hatte kein einfaches Leben. Er ist in eine klassische Arbeiterfamilie hineingeboren worden. Seine Mutter hat entweder bei einer Arztfamilie geschrubbt oder hat in einem Eiscafé gearbeitet. Das hat immer so ein bisschen von den Jahreszeiten noch abgehangen. Sein Vater, also meine Großeltern eben, war gelernter Bäcker, hat später bei der Reichsbahn gearbeitet und mein Vater hat Werkzeugmacher gelernt. Hat dort längere Zeit gearbeitet in den 80er Jahren und dann, als die deutsche Wiedervereinigung und Wendezeit gekommen ist, hat er diesen Arbeitsplatz verloren, war eine Weile arbeitslos und hat später als Glaser angefangen. Und sein gesamtes Leben lang war er Fabrikarbeiter, was mich übrigens auch damit zum Arbeiterkind macht. Und das mag jetzt kein sehr glorreiches Leben wirken, aber dieser Mann war für mich eine Inspiration gewesen, weil er einfach die richtige Einstellung hatte. Er hat einen Satz, der mein gesamtes Leben wirklich auch prägen sollte, mal formuliert: Junge, mach mal was Besseres. Ich habe immer versucht, was Besseres zu machen. Ich war der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat. Ich war der Erste, der studiert hat. Ich sitze gerade in meinem Doktortitel. Ich habe zwei Unternehmen gegründet. Ich habe jetzt eigene Mitarbeiter, bei denen ich es besser machen kann, als man ihn behandelt hat in seiner Arbeit. Denn als ich ein kleines Kind war in den 1990er Jahren, ich hatte von meinem Vater nicht wirklich viel gehabt. Teilweise waren 12 bis 16 Stunden Tage und Spätschichten gefolgt von Frühschichten, wo er vielleicht maximal 5 Stunden schlafen konnte dazwischen, waren fast normal gewesen. Das war keine schöne Zeit, definitiv nicht. Das war vor allem auch in den neuen Bundesländern eine Zeit, in der man froh war, überhaupt Arbeit zu haben. Für mich als kleines Kind war es aber vor allem eine Zeit, in der ich für meinen Papa nicht viel hatte. Deswegen war es mir natürlich ein sehr wichtiger Mann gewesen. Aber auch mit dieser wenigen Zeit hat er versucht, zum Beispiel das Wochenende immer für mich als Kind zu reservieren, dass wir halt Dinge zusammen machen, dass wir kleine Ausflüge machen, dass wir zusammen spielen gehen, dass wir, wenn er Handwerkerarbeiten am Haus bei uns verrichtet hat, dass er mich quasi damit zugeholt hat. So viele Kleinigkeiten. Ich sage gleich, ich war niemals der große Handwerker, bin es bis heute nicht. Also ich habe zwar inzwischen ein bisschen was drauf, aber ich mache es einfach nicht so gerne. Ich bin wirklich eher der geistige Arbeiter, schon immer gewesen. Dennoch, ich vermisse diese Zeit mit meinem Vater definitiv.
Aber ich bin auch dankbar, diese Zeit gehabt haben zu dürfen, dass wir diese Zeiten gemeinsam durchführen durften und ich von ihm halt einfach auch lernen konnte, wie man ein guter Mensch ist, wie man mit dem, was man bekommen hat, und das war in seinem Fall wirklich nicht viel. Als kleines Kind hatte er zum Beispiel auch einen Hörschaden, der aufgrund der damaligen Medizin erst im halben Erwachsenenalter behoben werden konnte, wodurch er wiederum in seiner Schulzeit sehr, sehr viel verpasst hat, weil er recht schnell so diesen Ruf von, ja, er hört nicht alles, er ist auch deswegen nicht so schnell, muss jetzt nicht der Schlauste gewesen sein, da hatte er wirklich auch schnell einen Ruf weg. Aber dennoch hat er sich für Dinge interessiert, auch wenn er nicht immer die Chance von anderen dazu bekommen hat. Er war wissbegierig, er wollte etwas erfahren. Er hat aus dem Bisschen, was man ihm gegeben hat, das Beste gemacht, was er daraus machen konnte. Also versucht, ressourceneffizient zu arbeiten, motiviert ans Leben zu gehen, dankbar und auch irgendwo demütig zu sein für das, was man bekommen hat. Ich hatte mal im Scherz vor Jahren zu ihm gemeint, du hast doch jetzt eigentlich alles Wichtige erreicht. Du hast ein Haus gebaut, du hast einen Sohn gezeugt, du hast einen Baum gepflanzt, so für dieses alte Klischee. Und vieles von dem hat er auch erreicht, was er sich im Leben vorgenommen hat. Er hat eine liebende Frau gefunden, er hat eine Familie gegründet, er hat die Dinge gemacht, die ihm Spaß gemacht haben. Vielleicht nicht so sehr in seiner Arbeit, aber auch das wiederum war eine Motivation für mich gewesen. Genauso auch die Laster, die er hatte, hat er offen angesprochen. Er hat um seine Schwächen gewusst. Er hat sie auch ausgesprochen. Er war nicht einer dieser verschlossenen Männer gewesen, die halt alles mit sich dann auch ins Grab nehmen. Er wollte anderen helfen. Und dieses Helfen, diese Inspiration an die nächste Generation zu geben, es mal besser zu machen, ist etwas, was wir auch gerade heute, denke ich, immer noch weitergeben können. Und das wollte ich auch mit diesem Video euch einfach mal weitergeben. Wer war Frank Allner, dass die Erinnerung nicht verloren geht und ich euch einfach einen meiner persönlichen, ja, meiner persönlichen Vorbilder und meiner Idole vorgestellt habe. Mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar und wir hören uns bald wieder.